Professor Dr. Renate Zimmer ist Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt frühe Kindheit. Außerdem ist sie die Autorin von mehr als 50 Sachbüchern zum Thema. Sie ist darüber hinaus eines der Gründungsmitglieder des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung. 2007 wurde sie für ihr bildungs- und gesellschaftspolitisches Engagement für Kinder mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Frau Professor Zimmer, Ihr Thema auf der Didakta 2022 ist ja Kommunikation, die Kita als Ort des Austausches und Verstehens. Was können wir denn dort genau erwarten? Wir müssen uns zunächst mal mit den aktuellen Lebensbedingungen von Kindern befassen, die ja sehr stark dadurch geprägt sind, dass Kinder heute einen fast unbegrenzten Zugang zu vielen Medien haben. Und diese digitalen Medien, die nutzen sie zur Information, sie nutzen sie auch zur Unterhaltung. Das ist auch ein hoher Spaßfaktor, für Eltern auch ein hoher Beschäftigungsfaktor, zuverlässiger Beschäftigungsfaktor damit verbunden. Das sind aber im Grunde genommen alles Medien, die eine recht einseitige Kommunikationsstruktur vorgeben. Es ist keine Interaktion mit dem Kind vorhanden. Und genau diese Interaktion, die brauchen Kinder, um das, was sie gehört, was sie gesehen haben, auch zu verarbeiten. Außerdem muss man ja auch sagen, diese Medien, die finden immer im Sitzen oder die Mediennutzung findet im Sitzen statt. Das in einem Alter, und ich spreche jetzt so von Kindern zwischen 1 und 10, die haben ein ganz hohes Bewegungsbedürfnis. Der Körper ist Mittler von Erfahrungen jedweder Art. Und in dieser Zeit eine so große Fülle von mangelnder Interaktion, aber von hoher Dichte an Informationen zu erleben, das braucht einen Ort, wo das Ganze auch verarbeitet wird. Das kann man natürlich sagen, das kann ja auch in den Familien passieren. Aber ja, ich würde auch der Kita jetzt die Chance geben wollen, als familienergänzende Einrichtung genau diese Themen eben auch stärker aufzugreifen. Für welche Kompetenzen ist denn die Kita besonders wichtig, also im Vergleich zur Familie, wie Sie es gerade schon angesprochen haben? Ein ganz wichtiger Bereich sind die sozial-emotionalen Kompetenzen, die im Zusammensein mit anderen Kindern, aber auch mit zunächst mal Fremden, später auch vertrauten Erwachsenen, die eine besondere Herausforderung erleben. Also gerade der soziale Aspekt, sich mit anderen absprechen, Regeln für das gemeinsame Tun finden, sich in einen anderen hineinversetzen, seine Bedürfnisse erkennen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Normen erleben und auch akzeptieren, das sind Situationen, die in der Familie so gar nicht möglich sind, weil die Vielfalt der sozialen Interaktionen ja viel geringer ist. Wenn Geschwister da sind, ist ein Aspekt vorhanden, aber die Vielfalt von Altersstrukturen oder auch von unterschiedlichen Entwicklungsstufen, das ist in der Kita natürlich eine besondere Herausforderung, eine besondere Möglichkeit. Und da würde ich auch die Sprache eben zuzählen, weil die Kommunikation läuft ja einerseits verbal, aber auch viel im nonverbalen Bereich. Mhm. In diesem Bereich hat die Kita natürlich auch besondere Möglichkeiten, die im Elternhaus so nicht gegeben sind. Sie haben jetzt gerade das Thema Sprache noch einmal angesprochen, wohin aber auch schon einmal auf die Wichtigkeit der Bewegung hingewiesen. Sie als Erziehungswissenschaftlerin beschäftigen sich ja mit beiden Themen zusammen, also Bewegung und Sprache. Warum? Warum ist diese Beziehung so wichtig? Sprache braucht ja Anlässe, um zu sprechen. Ansonsten spricht kein Mensch. Also man muss über etwas reden, man muss ein Gegenüber haben, der in einer Handlungssituation die Sprache nutzt, um sich zu verständigen. So, und das ist genau der Aspekt, den ich bei Kindern in Bewegungsaktivitäten besonders gut verortet finde, weil sie lieben das Spiel mit zum Beispiel einem Ball, aber man kann auch über das Spiel mit dem Ball sprechen und damit auch grundlegende sprachlichen Kompetenzen auch vermitteln. Also auf der Ebene sehe ich den Zusammenhang von Bewegung und Sprache als wunderbare Herausforderung, als Chance, Kindern früh den Zugang zur Sprache zu vermitteln. Sprechen braucht eben Herausforderungen, die sich lohnen, authentische Erlebnisse, und die sind in Bewegungs- und Handlungs- und Spielsituationen wunderbar, als wunderbare Chance eben auch zu nutzen. Wie haben sich denn die sprachlichen Kompetenzen bei Kindern in den vergangenen Jahren entwickelt? Gab es da Veränderungen, die Ihnen aufgefallen sind? Das zunächst eben, als ich begonnen habe, angesprochene Medium der
der digitalen Kommunikation, ist ja keine Kommunikation, sondern der digitalen Information, des Zugangs zu digitalen Medien, hat auch einen Sprachverlust zur Folge. Der Sprachverlust ist deutlich in allen Schichten. Also ich erlebe auch in meinen Beratungsgesprächen mit Eltern oft die Situation, dass Kinder Hörkassetten konsumieren, interessante Themen, also kann ich jetzt vom Inhalt her sagen, ist das schön, aber die Dauer ist schon besorgniserregend, dass sie Sendungen eben verfolgen über verschiedene Medien und dass sie das Tablet, das Smartphone, alles Mögliche selbstverständlich nutzen, aber es ist keine, Kinder brauchen Resonanz, sie brauchen die Beziehungsebene wird nicht hergestellt. Sie können ja keine Beziehung zum Tablet und auch zu keiner Figur aufbauen. Und das ist das, die, für die Entstehung von Sprache und für den Erwerb sprachlicher Kompetenzen ist die Beziehungsebene entscheidend. Nur in der Beziehung nutze ich die Sprache, um meine Wünsche mitzuteilen, um mich mit anderen auseinanderzusetzen, um deren Wünsche eben auch mit meinen abzugleichen. Die soziale Auseinandersetzung bedarf der Sprache, aber sie bedarf auch eines Anlasses, in dem Sprechen mit Lust und Herausforderung und Freude erfolgen kann. Welche Rolle sollte denn unter diesen sich verändernden Kommunikationsbedingungen in der Gesellschaft die Kita einnehmen? Also die Kita ist ja zunächst mal der Ort, mit der, an dem Kinder mit all ihren Erfahrungen, Informationen, nicht verarbeiteten oder auch verarbeiteten Dingen eben ankommen. In einer größeren Anzahl sehr unterschiedlich. Das heißt, der Ort, wo Kinder sich austauschen können, wo sie sich selbst ein Modell in ihrem eigenen Verhalten bieten können, aber wo auch die pädagogische Fachkraft eben unterstützend bereitsteht. Und sie brauchen dafür eben, da komme ich wieder auf das Medium Bewegen und Spielen zurück, sie brauchen etwas, was die Kinder verbindet. Und zwar unter Zuhilfenahme von Dingen, die mir auch das Gefühl des sinnvollen Tuns. Das würde ich jetzt gerne noch mal in den Vordergrund rücken. Dieses sinnvolle Tun, dieses, ich tue etwas, was von der Erwachsenenwelt ernst genommen wird, wo ich eingreifen kann, wo ich selber etwas tun kann. Selbstwirksamkeitserfahrungen sind für Kinder ungeheuer wichtig und darauf muss die Kita eingehen. Also ihnen die Chance des Erlebens der eigenen Wirksamkeit zu geben, das hat man in der Medienstruktur nicht. Da können sie ausstellen und einstellen und umstellen, aber sie können nicht eingreifen, nicht verändern, nicht Spuren hinterlassen. Sie können nicht hinterher sehen, oh, das war ich, die da den Baum hochgeklettert ist oder die Mauer bezwungen hat. Also ganz konkret erlebbare, sinnliche, körperliche Erfahrungen. Das auch als als Grundlage der Weiterentwicklung und der Weiterbegleitung der Kinder zu nutzen. Ja, bleiben wir doch einmal bei der Weiterbegleitung. Sie haben es ja gerade eben schon einmal angesprochen, die soziale Beziehung der Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern. Da hat sich ja in den letzten Monaten und man muss ja fast schon sagen Jahren jetzt durch die Corona-Pandemie einiges verändert. Die Erzieherinnen tragen Masken, man achtet eher auf den Hygieneschutz, das heißt auf den Gesundheitsschutz, das heißt Kinderkuschelecken wurden abgeschafft. Was hat das denn für eine Auswirkung auf die Kinder in Bezug auf die Kita und auf die Erzieherinnen und Erzieher? Das ist ein richtig großes Problem. Also wenn ich erlebe, wie Kinder doch den Blickkontakt mit Menschen suchen und die Mundmotorik, die Mimik jetzt total verdeckt ist. Also wenn sie einem Kind begegnen, auch in einem Supermarkt auf dem Arm der Mutter und sie lächeln ihm zu, dann lächelt das Kind zurück, weil diese Kommunikation ist freudvoll, es erlebt Menschen, die mit einem lachenden Gesicht ihm begegnen und das führt zur Spiegelung auch. Ne? Es spiegelt im Grunde genommen die Gefühle, die es bei dem anderen sieht oder umgekehrt. So, das fällt weg. Das ist für Kinder ganz ganz schwierig, vor allem in dieser sensiblen Zeit der ersten Lebensjahre. Das dauert ja jetzt schon anderthalb Jahre. Also wenn man jetzt es ernst nimmt, dann muss man zugestehen, dass Kinder, die vielleicht mit 8, 9, 10 Monaten dieses Bedürfnis nach mimischer Rückmeldung, nach Resonanz haben, die haben das, wenn sie jetzt 2 sind, die haben das nie erlebt, außerhalb der Familie, außerhalb der vertrauten Menschen. Und das bringt schon auch in der Kita die Frage mit sich, was wird denn den Kindern jetzt an
ein Problem hinzugefügt unter dem Aspekt der verstärkten Hygieneverordnung. Also da würde ich immer für Mittelwege plädieren, dass man versucht, vielleicht den direkten, kuschelnden Kontakt ein bisschen zu reduzieren. Das verstehen Kinder auch. Ich glaube, man kann mit ihnen auch darüber sprechen, dass dieser direkte Kontakt, dass das Probleme mit sich bringt. Denn das ist etwas, was Kinder, wenn sie wiederholt die Situation mitkriegen, ja im alltäglichen Umfeld auch erleben. Aber diese Art der Resonanz, dieses mimische Spiegeln, ich habe dich verstanden, ich spreche mit dir, ich gehe mit dir, ich unterstütze dich. Das ist ja nicht direkt jetzt, da kann man auch mit ein bisschen Abstand, kann man eben auch das realisieren. Ich glaube, da muss man einen Mittelweg finden. Gibt es denn abschließend noch etwas, das Sie gerne den Erzieherinnen und Erziehern mit auf den Weg geben wollen würden? Ja, ich würde Ihnen gerne mit auf den Weg gehen. Sie waren immer wichtig in der Beziehungsgestaltung mit Kindern, in der Gestaltung ihrer Anregungen, die sie eben zur Entwicklung vielfältiger Fähigkeiten brauchen. Aber sie sind im Moment besonders wichtig, weil es hat sich ja gezeigt, dass gerade die Reduzierung an Sozialkontakten, an sozialen Erfahrungsmöglichkeiten und die Reduzierung an körperlichen Aktivitäten bei den Kindern zu weitreichenden Problemen führt. Also Schließung von Schwimmbädern, von Spielplätzen, Schließung zeitweise auch von Kitas und Schulen, wie das im vergangenen Jahr war, hat ja dazu geführt, dass Kinder auch ernste Folgeerscheinungen zeigen. Und das mündet manchmal sichtbar in einem nicht gesunden Essverhalten, in einer Zunahme von Übergewicht, einer Zunahme auch von Wahrnehmungs- und Koordinationsbeeinträchtigungen. Da brauchen Kinder eine Institution wie die Kita, wo diesen Dingen eben auch Wert beigemessen wird, wo sie Gelegenheiten haben, in größeren Räumen sich mit anderen eben zu bewegen und miteinander zu spielen. Und sie brauchen Erwachsene, die ihnen immer wieder auch die Möglichkeit geben, die eigenen Spuren zu hinterlassen, selbstwirksam zu sein, selber selbstständig erfahren zu können. Und selbstständig erfährt man zuallererst über seinen Körper. Also auf dieser Ebene, glaube ich, haben Erzieherinnen und Erzieher heute eine besonders große Aufgabe, aber sie stehen auch vor besonders großen Herausforderungen. Professor Zimmer, haben Sie vielen Dank für diese abschließenden Worte und dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Und man sieht sich dann ja auf der Didakta. Wunderbar, ich freue mich darauf.